Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal mit einem neuen Gast-Replay. Und heute zeige ich euch entgegen meiner Philosophie ein High-Tier-Gefecht. Und zwar hat mir das der Skinny 01 Ersatz zur Verfügung gestellt. Er ist mit dem IS-3 in einem Tier 10er Standard-Gefecht auf der Karte Panel Plus unterwegs. Ich habe mir es nicht angeschaut, er hat nur zu mir gesagt, guck das mal an, es ist sehr interessant. Und ich habe mich jetzt mal kurzfristig dazu entschlossen, dem Skinny zu vertrauen, da draußen Gast-Replay zu machen und es euch zu zeigen. Ja, der Skinny, der hat 18 Schuss normaler Munition dabei, mit einem Schaden von 390 und einem Durchschlag von 225. 5 Unterkaliber Hardcan-Geschosse dabei mit einem Durchschlag von 265 und einem Schaden von 390 und 5 AE mit 68 Durchschlag und einem Schaden von 530. Zusätzlich die übliche Ersatzteilkisten, und zwar Medikit, kleiner Reparaturkit und ein automatischer Feuerlöscher. Und da hat er auch recht, dass er das macht. So, er ist offen, ganz klar. Was mich halt wundert, er ist ziemlich keck. Er fährt mit seinem kleinen IS-3, es ist halt in dem Fall wirklich ein kleiner Hupser, fährt er vor. Ziemlich keck. Ziemlich keck, der junge Mann. Er kriegt da gleich das Fett weg. Der Gegner ist der schon tappig, wenn ich jetzt mal so sage. Skinny bleibt nicht in Bewegung, fährt vor und zurück und kriegt prompt einen Abpraller und er schießt noch mit Gold. Eieiei, Klappschuss. Jetzt haben wir da einen Tiger 2. So, der IS-3, der hat jetzt von der Arti seinen Gnadenschuss bekommen. Macht er gut. Ah ja, das ist. Der Winkel war zu steil, aber er hat ihn gelockt, indem er immer wieder vor- und zurückfahren ist. Ah, jetzt macht er das, was ich auch schon euch gezeigt habe. Ah, da kommt dann, es ist nicht durch, aber der Tiger 2, der steht doch auch schussbereit. Jetzt muss er sich vom T34 in Acht nehmen. Haha, ah, ist aber auch durchgekommen. Wobei, er hat hier mehr Schaden austeilen können, wie er eingesteckt hat. Oh, da hat jetzt böse an die eingesteckt. Ja, das. Oh. Er hat geschossen, er hat eine lange Ladezeit. Oh, der hat Glück gehabt. Oh, der hat jetzt noch geladen. Der hat jetzt noch geladen. Ja, hat er gut gemacht. Er ist nämlich vorgefahren und hat quasi seinen Turm ihm als Ziel geboten. Und jetzt? Sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt würde ich auch dran kuscheln. Geh dran. Sehr schön. Gut. Hat er gut gemacht. Also mit dem IS-3 dann probiere ich immer auf Tuchfühlung zu gehen. Denn sein Turm ist ziemlich hart. Natürlich hat er hier auch Schwachstellen. Dieses Pfanne, dieses Blech der Pfanne. Das ist ziemlich dünne. Und ja, und die Luke, die ist eigentlich fast gerade schwer zu treffen. Aber das Blech der Pfanne. Nun
9 zu 10. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Skinny das reißt. Aber dahinter steht. Als Finisher war platt. Hab das eben gesehen. Er hat mit seiner unheimlich präzisen Kanone ohne einzuziehen den ausgeschaltet. Ich glaube, die Mannschaft, die heute vor ordentlich Wodka getrunken. Oh, das fällt jetzt, wo sind denn die? Die gehen gar nicht auf. 11 Sekunden. Jetzt unten rein, die Unterbahn. Sehr schön. Ach, der M41-Bulldog. Der bittelt doch auch drum, dass er einen Eulaf kriegt. Jetzt, den muss ich jetzt resetten. Ah. Oh, aber es war gut so. Es waren nämlich bloß noch 2 Sekunden. So, und jetzt? Fischer. Eben der Backe neu, oder ob, ob das durchgeht? Also, ja, sehr schön. Weil oben an der Turmluke prallt oft immer ab und, also nicht immer, aber ab und zu prallen dort die Schüsse ab. So, jetzt haben wir eigentlich bloß noch die Artillerie. Er hat 4 Kills und 2495 Schaden ausgeteilt. Er hat sich wacker geschlagen. Natürlich hat er auch ein bisschen Glück gehabt, okay. Aber den Mutigen belohnt das Glück. Ach gut, wie der arme Panzer aussieht. Ich hoffe bloß, dass er Vollkaskoversicherung hat. Ach, guck mal, du clever ist er. Er hat umgeschaltet auf HE, damit er der Artin Eulach geben kann. Gut. Ob ihm das gelingt, man weiß es nicht. Zumindest ist er jetzt ganz dicht an der Base. Es könnte jetzt natürlich sein, dass die Artillerie, es ist ja Franzose Party, dass die Reis ausgenommen hat. Das machen sie nämlich, gell? Ah, da ist er. Oh, schade. Schade. Naja. Ich denke, er hat sie aber jetzt aufgedeckt und hat das noch als Spotting Damage angerechnet bekommen. Ja, ein Gefecht mit einem Sieg ist immer schön. 4 Kills hat er gemacht und Schaden hat er auch ausgeteilt und das in Tier 10. Jetzt gucken wir uns mal die Gefechtsauswertung an. Ja, der Skinny, jetzt hat er es gepackt. Hat das Panzerass auf dem IS-3, 3 Mickey Mouse Medaille, 55.843 Credits und 4.080 Erfahrungspunkte. Aber Obacht, das ist doppelt für den ersten Sieg des Tages. Jetzt gucken wir uns mal an, was er in der Teamauswertung erreicht hat. Vom Schaden ist er immerhin in einem Tier 10 Gefecht auf Platz 3 und von der Erfahrung. Und es zählt, da ist er auf Platz 1. 2495 Damage, 4 Kills, 1360 Erfahrungspunkte, 13 Schüsse abgegeben, 11 haben getroffen, 9 haben penetriert, Schaden habe ich schon genannt. 9 Treffer hat er selbst kassiert, 3 sind durchgegangen, 6 nicht. Und einer war ein Splash Damage, hat anscheinend doch die Arti irgendwo eingeschlagen. Also jedenfalls seine Panzerung hat 1180 Damage geblockt. Er hat 4 Gegner gespottet, einer beschädigt, 4 zerstört und jetzt kommt's, er hat 2172 Spotting Damage bekommen. Und er hat auch noch die Basis verteidigt und hat dafür auch nochmal 13 Punkte bekommen und ist 2,09 Kilometer gefahren.
Mit Premium hat er netto 31.306 Credits verdient. Schön. Ja, das hat mal wieder mir immer Spaß gemacht zu kommentieren. Ich wünsche mir von euch auch, wenn möglich, Kommentare. Über Likes würde mich freuen und über weitere viele treue Abonnente. Wünsche euch alle auf dem Schlachtfeld bei World of Tanks viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss!